Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es gute Nachrichten, denn der Duft Cherry X ist jetzt in allen Parfümerien verfügbar, die meine Marke vertreiben. Und wenn ihr den mal testen möchtet, also mein zweites Parfum, ein Kirschduft, 220 Euro, 30% Extrait de Parfum mit natürlichem Oud und einem wunderschönen dunklen Duftverlauf und einem Lederakkord, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, der erste Link dort, oud31.de. Da geht ihr drauf und dann scrollt ihr ein bisschen runter und dann seht ihr so eine Karte von Deutschland und Luxemburg übrigens auch. Und da seht ihr dann alle teilnehmenden Parfümerien, wo ihr diesen Duft hier testen könnt. Und deshalb, ja, schaut da gerne mal vorbei. Für mich persönlich, ich kann das nur betonen, ist es einfach ein riesiger Vertrauensbeweis von einer stationären Parfümerie, dass man so einen No-Name in Anführungszeichen wie mich aufnimmt mit einem bzw. zwei Düften. Und deshalb ist alles, was ich möchte, nur, dass ihr dorthin geht, nach meinem Duft fragt, den testet und ihr müsst ihn nicht mal kaufen. Klar, wenn ihr euch gefällt, solltet ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen. Und bitte davor Geld bezahlen, denn es wurde jetzt auch schon tatsächlich bei einer Parfümerie direkt ein Flakon geklaut. Original verpackt, Anzeige wurde auch schon erstattet, dementsprechend GG auf jeden Fall. Aber bitte vorher bezahlen, wenn ihr diesen Duft hier mitnehmen möchtet. Aber was ich einfach möchte, ist, dass ihr in die Parfümerien geht, das Teil dort testet, euch beraten lasst, dass die einfach ein bisschen merken, dass das eine gute Idee war. Und ja, selbst natürlich, wenn Leute hingehen und dann irgendwie ein bisschen skeptischer sind, ist das, glaube ich, trotzdem ein gutes Zeichen. Und damit kommen wir natürlich auch zu einem weiteren Punkt. Denn natürlich habe ich auch wieder dieses Mal einen Artikel auf Parfumo bekommen, beziehungsweise so natürlich war das nicht, ja, sondern der Alex hat mich gefragt, ob er einen schreiben darf. Ich habe gesagt ja und Parfumo hat gesagt ja, also wurde ein Artikel geschrieben und dementsprechend natürlich passend zu der Diskussion letztes Jahr auch dieses Mal wieder einiges an dummem Hate, der da in den Kommentaren stattfindet. Ich habe persönlich jetzt noch nicht reingeschaut, aber mir wurde zugetragen, dass es da wohl um KI-generierte Artikel ging und dass ich Parfumo gesponsert hätte und bla bla bla, ich habe es mir wirklich nicht angeschaut. Könnt ihr mein Wort drauf nehmen, aber es ist dann natürlich sehr, sehr witzig, dass auch wieder jetzt einige 0- und 1-Sterne-Bewertungen von diesem Parfum hier stattfinden und das vor allen Dingen auch, bevor der Duft überhaupt, ja, irgendwie im Umlauf war. Also ihr könnt euch merken, dass eigentlich alles, was vor einer Woche passiert ist, dass das eigentlich alles nicht echt sein kann, weil vorher den Duft ehrlich gesagt noch niemand in der Hand gehabt haben könnte, ja. Also es sei denn, es hat irgendjemand eine Zeitmaschine empfunden, konnte dann zurückreisen und den Duft, bevor er überhaupt im Umlauf war, bewerten, ist das leider wieder mal alles Fake. Soll mich aber auch ehrlich gesagt gar nicht interessieren, weil, um ehrlich mit euch zu sein, ist jede Art der Publicity gute Publicity. Das habe ich mit Oud 31 und natürlich diesem grandiosen Artikel letztes Jahr gemerkt, ja, wo sich wirklich alle massiv über mich ausgekotzt haben. Das ist etwas gewesen, rückblickend betrachtet, was mir enorm geholfen hat, weil der Duft dadurch erstmal absurd viele Bewertungen bekommen hat und auch im stationären Handel so viele Leute den Duft getestet haben, dass der wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle für die ganze Kontroverse letztes Jahr und deshalb freue ich mich natürlich auch ein bisschen, auch wenn ich es mir natürlich eigentlich anders vorgestellt hätte, dass das sich auch dieses Jahr wieder abzeichnet. Ja, also ich kann an der Stelle nur sagen, Oud31 hat letztes Jahr die Top 10 Liste der bestbewerteten Unisex Parfums 2023 geknackt auf Parfumo, weit vor einem Cherry Smoke von Tom Ford, muss man sagen, und das ist für mich persönlich als No-Name natürlich sehr, sehr geil. Also wenn es dieses Jahr so weitergeht, freue ich mich. Ansonsten, ja, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Teil ehrlich und rational bewertet und euch dann nicht so sehr darüber abfuckt, dass das Ding von mir ist. Auf jeden Fall geht ihn testen, Leute. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr das tut und wenn ihr bei den Parfümerien vorbeischaut, die einfach, ja, da auch ehrlich gesagt einen großen Verdienst dran haben, dass Oud31 so gut gelaufen ist, weil es natürlich auch fähige Verkäuferinnen und Verkäufer braucht, die das Ding hier an den Mann bringen oder an die Frau. Und dementsprechend schaut gerne bei den Parfümerien vorbei, bewertet das Ding offen und ehrlich, wenn ihr das möchtet. Gebt gerne einen Stern oder null, wenn ihr mich nicht mögt. Und auf jeden Fall zählt für mich am Ende, dass so viele Leute wie möglich das testen. Und darüber freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn es dann auch wieder richtig weit nach vorne geht, auch mit den Verkaufszahlen. Deshalb vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ansonsten, ja, lasst mir gerne eure Meinung natürlich auf Parfumo oder auf meiner Website da. Ich freue mich sehr, dass das Ding jetzt endlich raus ist. Ich finde ihn absolut grandios. Ein wunderschöner, dunkler Kirschduft mit Leder und Oud. Und deshalb, ja, schaut ihn euch gerne an. Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.